Hallo Wander- und Raumschleifen-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir befinden uns heute hier in Gutweiler und möchten mit euch die Traumschleife Romika-Weg gehen. Genau, nachdem es jetzt tagelang oder wochenlang geregnet hat, haben wir heute endlich mal schönes Wetter. Darüber freuen wir uns, es ist zwar bewölkt, aber die Sonne kommt vielleicht immer mal wieder raus. Ja, von dem Klicker. Wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, direkt am Anfang, wo wir ja hier an den Industriegebäuden vorbeigegangen sind, die haben wir so ein bisschen im Hintergrund gesehen. Das ist praktisch die alte Romika, den Namensgeber für diesen Weg hier. Und ja, diese Romika-Werke, die wurden 1922, 23 wohl erbaut. Und ja, von einem jüdischen Eigentümer, muss man sagen. Und dann im Zweiten Weltkrieg wurde der mehr oder weniger vertrieben. Die sind dann aus Schutz geflohen aus Deutschland. Dann hat das jemand anders übernommen, die ganze Romika-Werke. Das ist praktisch ein großes Schuhwerk gewesen. Und die haben so an die, ja, zwischen 1000 und 2000 Mitarbeiter gehabt. Die hatten aber zwei Werke, wo eins noch in Köln. Und ja, ist geschichtlich ganz interessant, wie das dann auch weiterging. Und ja, vor einigen Jahren, ich glaube bis 1994, wurde dann hier auch noch produziert. Man hat aber viel der Produktion ins Ausland verlegt und ein neues Werk in Trier gebaut, weil einfach Stand der Technik war. Und da gibt es jetzt noch so ein kleines Werk und hier in, ja, im Ruwertal das Werk praktisch hier in Gusterath, das verfällt halt seitdem. Beziehungsweise sind jetzt viele, ja, neue Firmen da eingezogen. Gibt so einzelne Parzellen, die an Künstler vermietet sind oder ja, kleinere Betriebe. Und ganz interessant, können einfach mal einen Wikipedia-Beitrag dazu lesen. Und wir gehen jetzt hier weiter. Der Weg hat 12 Kilometer oder 11 Kilometer und ja, ist bisher eine ganz schöne Traumschleife hier aus den ersten Metern. Wandern, aber beim Wandern ist es wichtig, flexibel zu bleiben, weil wir sind nicht beim Wandern, wir sind beim Hürdenlauf. Kaum genau. Hürdenlauf. Also heute echt schlimm, ja. Und selbst die schöne Bank hat es erwischt. Ja, gut, dass wir nicht drauf saßen. Genau. Gesehen, dass wir gerade an einem dicken Baumstamm vorbeigelaufen sind. Das war eine dicke Eiche, die vor ein paar Jahren bei einem Sturm leider umgefallen ist. Im Durchmesser war die 1,45 Meter breit und war tatsächlich 300 Jahre alt. 300 Jahre ist ja schon ein Alter, ne? So alt wird keine Kuh. Eine Kuh? Thank you.
Ja, wir haben uns nicht verlaufen. Wir sind nicht im Wilden Westen, aber fast. Denn hier in Plubich finden alle paar Jahre die Karl-May-Festspiele statt. Und hier ist so, na, ja, die praktisch die Kulisse, wo die dann spielen. Die führen immer verschiedene Stücke auf und haben hier so ein kleines Repertoire an Aufführungen, wie gesagt, an Kulissen. Die haben so ein bisschen noch so ein Westerndorf hier nachgebaut. Das seht ihr so im Hintergrund. Und ist ganz schön, ist zu empfehlen, wenn man mal hier in der Region ist. Und die Traumschleife, die führt halt direkt hier dran vorbei. Kann man noch ein bisschen Cowboy und Indianer spielen. Oh. Ja, man kann halt den einfachen Weg gehen, man kann aber auch den schwereren Weg gehen. Ich war ziemlich sicher, dass das eine kluge Idee ist, über den Baumstamm zu gehen, aber irgendwie habe ich dann festgehangen und ja, kam nicht mehr raus. Upsi. Dödö. Wir sind zurück bei Theo, damit am Ende der Tour. Ja, die Tour war wieder eine ganz schöne Tour, eine schöne Traumschleife. Ja, mir persönlich hat sie gut gefallen, Eva. Mir auch, die war super schön, auch nicht zu lang, nicht zu kurz. Die würde ich sofort wieder gehen, ja. Genau, also waren so ein paar Highlights, auch diese Karl-May-Festspiele waren drin. Ein paar Hindernisse. Wer das Video wirklich ganz verfolgt hat, da waren ein paar sehr lustige Stellen dabei. Ja, wir sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mal ein paar Kommentare da, da sind wir schon ganz gespannt drauf. Und bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian und Eva von Adventure Trails. Tschüss. Tschüss.